Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns in seine Nachfolge ruft, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Gläubige Mitglieder der Frauenbewegung, wir feiern heute mit der Kirche den heiligen Johannes Nepomuk Neumann, der in Böhmen geboren wurde, in Prag und Dubai studierte und der dann den großen Wunsch in sich hatte, die Auswanderer in Nordamerika seelsorglich zu betreuen. So machte er sich selber auf, schlusslich sich dem Redemptoristenorden an und wurde schließlich Bischof von Philadelphia. Er errichtete fast 70 neue Kirchen, über 100 Pfarrschulen und verfasste auch einen Katechismus in deutscher Sprache. In der Diözese Linz wird besonders von den aus Böhmen stammenden Heimatvertriebenen verehrt. Freuen wir uns über diesen Glaubensboten, der uns wieder einmal sichtbar macht, dass unsere Botschaft in die ganze Welt hinausgehen soll, alle Menschen erreichen soll, wie es uns heute die Sternsinger auch noch einmal vor Augen halten. Rufen wir das Erbarmen Gottes an. Herr Jesus Christus, Mensch geworden, um uns Menschen zu erleuchten, Herr, erbarme dich unser. In dir begegnen uns die Liebe Gottes. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Du ermutigst uns, dir nachzufolgen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast den heiligen Johannes Nepomuk Neumann zum bischöflichen Dienstamt berufen und ihn befähigt, in den Gemeinden Amerikas deinem Volk in großer Liebe zu dienen. Höre auf seine Fürsprache und mache auch uns bereit, die jungen Menschen zu gläubigen Christen heranzubilden. Durch das Zeugnis unserer geschwisterlichen Liebe stets die Gemeinschaft deiner heiligen Kirche zu stärken. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem 1. Johannesbrief. Meine Brüder und Schwestern, das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben und nicht wie Kain handeln, der von dem Bösen stammt und seinen Bruder erschlug. Warum hat er ihn erschlagen? Weil seine Taten böse, die Taten seines Bruders aber gerecht waren. Wundert euch nicht, meine Brüder und Schwestern, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, kein Mörder hat ewiges Leben, was in ihm bleibt. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir für die Brüder das Leben hingeben. Wenn jemand Vermögen hat und sein Herz vor dem Bruder verschließt, den er in Not sieht, wie kann die Gottesliebe in ihm bleiben? Meine Kinder, wir wollen nicht in Wort und Zunge leben, sondern in Tat und Wahrheit. Daran erkennen, werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen. Denn wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer.
Gottes Licht ist heute auf Erden erschienen. Kommt, ihr Völker, und betet an den Herrn, unseren Gott. Halleluja! Schwestern und Brüder im Glauben, in dieser ganzen zweiten
dann ist er Erfahrung nach, bei Jesus ist wirklich der Himmel offen. Da kommt von Gott her die gute Botschaft und wir können uns mit Gott in Beziehung setzen. Nehmen wir uns das heute mit. Wir wollen in Jesus den offenen Himmel erleben und auch andere dorthin führen. Amen. Herr, sei mit euch. Und mit deinem Geist.
sagte dann: Brach reicht es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Bedenke deine Kirche auf der ganzen Erde, uns voll in deinem Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zur wahren Kirche Gottes macht. So lasst uns voll Leben beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von allem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn er ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Christus geboren wurde, verkündeten die Engel den Menschen, die guten Willens sind. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, im Heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr
nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt ihr den Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Du Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher. Du hältst
ist mein Los in deinem Leben. Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu, ja, mein Erbe gefällt mir gut. Bitten wir den Segen Gottes,